nur mit oder ohne Dioxin, wen interessiert's? Die Leute machen sich immer viel zu großen Kopf darüber. Ich weiß es nicht, das kommt ja wahrscheinlich jetzt... Ich nehme es gerade Anfang Februar auf, das kommt wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende Februar. Ja, die Leute machen sich alle viel zu großen Kopf. Da ist jahrelang dieses Dioxin in den Lebensmitteln drin. Ja, keiner wusste davon, alle essen da noch gemütlich. Kaum heißt es, oh mein Gott, da war ja die ganze Zeit viel zu viel drin. Und plötzlich hören alle auf, da Hühner und Eier zu essen. Und was ist alles mögliche noch alles drin, weil ich weiß es nicht mehr. So, erstmal will ich die Viecher da oben beleben. Für den Fall, dass die, ja, ja. Und der letzte auch noch. So, und alles auf einmal töten. Wäre sonst doof, wenn ich da oben am Leben bleiben und alles andere hier gerade abgemurkst habe. So. Gib mir was Gutes. Magie, perfekt. Und weiter. Kommt noch eine Ente? Da hinten ist noch eine. Die versteckt sich da oben gerade ganz böse hinter meiner Magieanzeige. So, holen wir uns mal schnell da oben die Sachen, die beiden hinterlassen. Was hat die andere hinterlassen? Gar nichts. Fies. Ich bin schon wieder den richtigen Weg gegangen. Und direkt in eine Sackgasse gelaufen, in der eine Truhe war. Aber Sackgassen sind schön, wenn man weiß, man hat nichts vergessen. Gut. Und jetzt habe ich auch noch gar nichts vergessen. Ich habe bisher auch nur Sackgassen gesehen. So, gehen wir hier schnell rüber. Und ich lasse jetzt einfach mal in Ruhe. Ah, das sieht böse aus. Komme ich denn? Achso. Wie komme ich denn dadurch? So. Ladida. Oh, ich komme hier nicht mehr zurück. Oh, Einbahnstraße. Ich komme nie wieder zurück. Ich habe da hinten schon was gesehen. Nein! Dumm. Also da könnte ich, glaube ich, gleich rüberziehen. Aber ich glaube, das Viech, was direkt davor steht, wird wahrscheinlich dann zum Leben erwachen und mich mir böse wehtun. So, schauen wir mal. Nö. Die grinsen auch immer so komisch, wenn die mich anspringen. Und tschüss. Ach, jetzt bist du zum Leben erwacht. Ganz urplötzlich. Ja komm, ich mach dich auch noch eben kaputt. Wie komme ich denn von da oben wieder weg? Ah. Ja, da komme ich wieder weg. So. Oder so komme ich weg. Das ist auch eine Methode. Ich springe einfach in den Abgrund. Das war die leichte Methode. So, wo landen wir hier? Ah, das macht die Tür noch wieder auf. Okay. Ah, noch tiefer. Nicht nach oben? Die Truhe ist oben. Hallo. Obwohl, nee, Moment. Ich habe gar keinen... Nein, ich will sie nicht benutzen. Nimm das nachher. Ich habe gar keinen großen Schlüssel. Ich kann in der Truhe noch gar nichts machen. Doof. So, was haben wir hier? Schlüssel. So, was haben wir noch? Unter den Weg. Und noch ein Entchen. Oder zwei Entchen. So, der links hinterlässt ein Herz und der rechts Magie. Na, immerhin fast richtig. So, und wieder volle Magie. Boah, wie gut das ist, dass ich das mit dem halben Magie habe. Das wäre sonst ganz böse ohne. Hätte ich wahrscheinlich nie genug Magie gehabt. Gut, dass man das hier machen konnte. Na, nichts. Böse. So, safe und weiter. So, erstmal den da oben erwecken. Dann eben nicht. Weil hier ist es ja auch gar keiner. Oder wachst du jetzt zum Leben? Natürlich ist die große Magie da hinten. So, dann machen wir dich halt jetzt kaputt. Und geh nach oben. Meine Magie, ich komme da nicht dran. Ach, Surprise Spike Ball. Ich mag dich nicht. Ganz und gar nicht. Warum bin ich jetzt unten lang gegangen? Ich hätte auch einfach oben lang gehen können. Oh, das war sogar ganz knapp.
So. Und hier hoch. Das ist ja ganz einfach. La 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 la, ich rutsche überm Boden. Rutschen, rutschen. Rutsche die Rutsche, rutsch, rutsch. Ui, ui, ui. Och. Dann nehme ich mir auch noch die Schützen, dann. Ich nur noch wieder 4 Herzen habe. So, weg mit euch. Gib mir was Gutes. Nichts zählt nicht als was Gutes. Moment. Komm mal raus. Ich will hier nicht immer alles doppelt machen. Weil du Idiot dich da nicht aus der Wand traust. Ah, das habe ich gebraucht. So, was haben wir hier unten noch? Noch ein Entchen. 2 Entchen. Ich habe keinen Schlüssel. Das ist schlecht. Aber ich habe da unten schon einen kleinen Schädel gesehen. Der doch mit Sicherheit einen Schlüssel für mich bereithält, oder? Oder eine Truhe öffnet, die einen Schlüssel für mich bereithält. Ne? Ja. Ja, das ist ein bisschen böse, dann kann ich ja nicht mehr weiter hier gehen. So, was haben wir hier? Tadum. So, was bekommen wir? Natürlich ist die große Magie da hinten. Moment, kurzes Safe. Ich will gucken, was oben ist. Nichts Besonderes, deswegen hole ich mir eben schnell die Magie da hinten. Obwohl, das an Magie, was ich jetzt verbrauche, um darüber zu gehen. Und das ist nicht im Endeffekt wieder hierfür? Ach, Wayne. So. Die Aufmerksamen von... Ach. Ja, okay. Du bist eigentlich nichts Besonderes. Kommt hier noch einer? Ja, da. Oh. Cool. Ja, genauso cool. Ich füge mir selber Schmerzen zu. Kommt hier noch einer? Ich wollte eigentlich sagen, die Aufmerksamkeit von euch würden da... Hier will ich irgendwas sehen. Das Ding kann ich sicher... Ja, das konnte ich ziehen. So. Leck. Oh. Mi. Oh. Gut. Jetzt weiß ich wenigstens aber, wo die... große Truhe ist. Und wie ich da dran komme. Wenn ich noch wüsste, was da drin ist, wäre es noch besser. So, der Feuerstab oder die blaue Rüstung. Wovon mir der Feuerstab aber noch ein kleines bisschen lieber wäre. Okay. Ich habe soeben die 4. Flasche bekommen. Cool. Nee, 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 nee. Was haben wir hier? Entchen! Ah. Entenragout! Gebratene Ente. Ich mach noch gleich Hunger. Wenn ich meistens spricht. Ich habe noch nichts gegessen, ich habe Hunger. Es gibt gleich lecker Spaghetti Bolognese. Selbstgemacht, natürlich. Also komm, das sieht ja wohl mehr als verdächtig aus. Was? Arschloch. Hm, da ist ein Schalter. Oder wie man den Dinger mal nennt. Mitten im Raum. Oh. Okay. Das habe ich nicht bedacht. Wieso? Sollte mir angewöhnen, nur das Bombenboss-Medaillon hier drin zu haben. Na gut, da muss ich einen Schalter finden, um da dran zu kommen. Und nebenbei noch den Weg zum Boss. So ein Herz wäre echt mal nett gewesen. Wisst ihr? Weißt du, ne? Na, Herz? Na, gut, Magie. Wenigstens etwas.
Gehen wir mit Bomben ran. Ach, kann ich gar nicht. Moment, kann ich doch. Ha, ha, ha. Moment, mir fällt gerade auf. Die Viecher sind frei. Ich bin frei. Angreifbar. Du-dum. Du-dum. Und tschüss. Ja, Ruhe. So, kurz gucken. Okay, da hinten geht's ja noch weiter. Und merken, nachher den Schalter wieder umdrehen. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Truhe da oben. In der, meiner Meinung nach, der große Schlüssel ist. Jo. Und womit wir jetzt oben die Truhe holen können. In der hoffentlich was Brauchbares drin ist. Also, wenn ich da jetzt das Erdmedaillon drin bekomme, dann werde ich aber böse. Nein. Also bitte jetzt nicht hier irgendwie wirklich, dass ich da so dumme Erdmedaillon... Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Shit. Ja. Komme ich da wieder zurück? Das habe ich noch gar nicht bedacht. Dass man da in dem Raum gar nicht mehr wieder zurück kann. Upsala. Aber großes Upsala. So, dann erstmal locken wir den wieder raus. Locken wir den wieder. Hallo! Moment, doch. Ich hab eine Idee. So. Das wär's schon mal. Wie komme ich jetzt von hier aus aber weiter? Darunter. Moment. Ja, und du? Nein! Es lief schon so gut. Und nach hinten. Und nach hinten. Kurz nach oben gucken. Das war zu viel. So, bis hier hin. Und mal gucken. Ich will nur nach oben gucken. Wie weit kann ich denn? So, okay. Nein! Moment, Idee. Ich gehe hier rüber. Okay, da kann ich nicht durch. Da. Nein. Ja, richtig so. Ja, und... Ja, nein! Ich war fast da! So, einfach jetzt nach jedem Schritt speichern. Speichern. Und durch, jawohl! Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war, um wieder zurückzukommen. Hilfe! Oh Gott. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, um wieder zurückzukommen. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg, aber... Weg mit euch. Ich habe jetzt den gewählt. Das war wahrscheinlich der etwas schwerere Weg. Wahrscheinlich finde ich gleich oben irgendwo einen Teleporter, der mich wieder hier direkt in diesen Raum bringt, aber... Naja. Nicht so schlimm. Und die Tatsache, dass hier Gegner wiedergekommen sind, macht mir gerade Angst und zeigt mir, dass gleich unten auch wieder Gegner kommen werden. Genauso wie hier. Deswegen aktiviere ich die einfach mal nicht, die Gegner. Tschüss! Kann ich hier wieder ziehen? Hier nicht. Dich? Ja, dich kann ich ziehen. Gut, das wollte ich wissen. So, was haben wir hier? Was ist da drin? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Um ehrlich zu sein, etwas Besseres erwartet. Wie zum Beispiel eine bessere Rüstung. Oder den Feuerstab. Okay, dann eben halt das bessere Schwert. Why not? So, wieder hier durch. Wir müssen wieder den einfachen Weg zurück. Lalala. Hier rüber. Lalala. 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 Und weiter. Nee, 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 nee. Wow. Was zum Teufel?